Es ist definitiv so. Wir sollten viel, viel öfter dankbar sein für positive Ereignisse und Erlebnisse. Christine Hack, Lebens- und Sozialberaterin aus Gockendorf im Mainviertel, will mit dem geführten Tagebuch »Wie Leben gelingt« in 4 Minuten helfen, das zum Ritual zu machen und das Leben aktiv zu gestalten. Und zwar selbst aktiv zu gestalten. Aus der Neurowissenschaft weiß man, dass Negatives direkt ins Langzeitgedächtnis wandert und positive Erlebnisse mindestens 10 Sekunden Beachtung brauchen, um sie wirklich abspeichern zu können. Und diese Erkenntnis hat mich sehr beschäftigt und bewegt. Und dann haben wir überlegt, welches Werkzeug kann man Menschen an die Hand geben, damit diese 10 Sekunden passieren, damit überhaupt gute Erlebnisse ins Langzeitgedächtnis gelangen können und der Mensch so auf ein erfülltes Leben dann irgendwann auch zurückschauen kann und sich selbst als Lebensgestalter, als Co-Kreator des Lebens empfindet. Die zweite Ursache für das Buch war, ich wollte eine Hommage an Viktor Frankl machen. Er, der sinnzentrierte Therapeut, er, der, glaube ich, kaum wie ein anderer uns vorgelebt hat, wie es in Krisenzeiten trotzdem das Leben zu meistern gilt. Und diese Sinnerkenntnisse, die sind quasi dort drinnen integriert. Nach einer Einleitung geht es dann los mit den Morgenfragen und den Abendfragen. Das sind dann die täglichen 4 Minuten. Da gibt es dann so Fragen wie, mit welcher Einstellung möchte ich in und durch diesen Tag gehen? Und all das ist quasi, kann man sich vorstellen, wie eine Navi-Programmierung für unser Gehirn. Das heißt, in der Früh, wenn ich mich hineinsetze, bestimme ich, wo ich hin möchte. Wenn wir abfahren auf Wegen, die jetzt der Route nicht entsprechen, dann hat unser Navi die Funktion, uns immer wieder auf den Weg zurückzubringen. Und am Abend wieder die 2 Minuten ganz bewusst gestalten, aber dieses Mal wirklich, damit dieser Tag die Möglichkeit hat, ins Langzeitgedächtnis zu wandern, also speziell die schönen und guten Ereignisse, mit dem, was habe ich gelernt von diesem Tag, was habe ich gemacht, dass dieser Tag ein sinnvoller Tag werden konnte, mit welcher Einstellung möchte ich jetzt zu Bett gehen. Monat für Monat werden bestimmte Bereiche beleuchtet, die unsere Lebensqualität bestimmen, wie etwa das Aussöhnen mit der eigenen Vergangenheit oder auch mit Entscheidungen. Ich erlebe so viele Menschen, die Schuldgefühle haben, weil sie schlechte Entscheidungen getroffen haben oder auch für andere Menschen entschieden haben und sich das als nicht optimal herausgestellt hat. Und mit solchen Dingen gut fertig zu werden, dass einem das nicht Kraft absaugt, geht es zum Beispiel in dem ersten Kapitel der Lebensqualität Herkunft. Sein Leben bewusst und aktiv zu gestalten, das soll mit dem geführten Tagebuch von Christine Hackel trainiert werden. Wie Leben gelingt in 4 Minuten.